Hallo, liebe Nachtschattenwechsel, ich bin's wieder und ich sitze hier in Gelsenkirchen. Heute ist Folkfield-Festival und neben mir sitzt Elli. Hi erstmal. Hallo. Ich sage jetzt nicht Elli von Subway to Sally, daher kenne ich wahrscheinlich viele Leute. Aber unser heutiger Anlass, warum wir uns getroffen haben, war, ich wollte mal deine ursprüngliche, ja, kann man so sagen, oder eigene Band, Elli the Fiddle nochmal in den Fokus rücken. Mal ein bisschen vorstellen den Leuten da draußen. Daher ganz kurz, vielleicht magst du das selber mal machen. Dich sollen die Leute kennen, wenn ich an sowas verpasst. Aber was war oder ist eigentlich auch immer noch Elli the Fiddle als Bandprojekt? Genau, was ist das? Also Elli the Fiddle, ich habe immer das Problem, oder hatte vor allem immer das Problem, dass Elli the Fiddle und mein Name Elli Storch immer in einen Topf geworfen wurde. Deswegen ist es natürlich schön, immer wieder Aufklärung betreiben zu können. Also Elli the Fiddle ist mein Herzensprojekt, ist mein Soloprojekt. Und das habe ich damals angefangen, als ich in meiner allerersten Band gespielt habe und das Gefühl hatte, da, ja, auf der Geige geht mehr. Und ich konnte mich auch künstlerisch, kompositorisch gar nicht so einbringen, wie ich es gerne gehabt hätte. Und hatte aber so das Bedürfnis, noch was in der Richtung zu tun und noch ein bisschen, ja, so den Horizont zu erweitern, Grenzen zu sprengen. Ich wollte einfach gucken, was noch alles so geht. Ich hatte damals in einer Folkband gespielt, einer ganz einfachen Folkband. Und da war das Programm natürlich traditionelle, folkige Sachen, die sie jeder kennt. Irish Rover, auch rauf und runter, solche Sachen halt. War schön, aber mir hat was gefehlt. Und deswegen habe ich damals Elli the Fiddle angefangen. Hatte eigentlich ursprünglich tatsächlich gedacht, ich mache daraus so eine Folk-Metal-Geschichte. So in Richtung Elovatia eigentlich. Bloß mit der Geige wirklich im Vordergrund und die Geige sollte dann Tunes spielen, aber auf einem möglichst ganz hohen Niveau, das war so mein Ehrgeiz zumindest, und also spielerisch genau, und ich wollte mich da so richtig reinknien. Dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert, dass das für die Leute nicht aufgeht, und hatte nur so die ersten Schrittchen in diese Richtung gemacht. Und auch mein Gitarrist, den ich damals gefunden habe, mega Typ, aber er war eher so mit dem Folkmetal, da gingen die Augenbrauen hoch. Und wir haben dann glücklicherweise so ganz organisch unseren eigenen Weg gefunden. Also mein Gitarrist ist Robert Clavon, der spielt bei Xandria inzwischen. Und Ruby und ich, ne, wir zwei saßen dann halt immer in seinem Kämmerchen und haben die ersten Songs geschrieben. Und dann habe ich quasi seine Welt ein bisschen mitentdeckt. Also wie denkt ein Gitarrist, was spricht ihn besonders an? Welche Künstler inspirieren meinen Gitarristen jetzt ganz besonders? Und dadurch haben wir so eine schöne Melange gefunden, also so eine gemeinsame Sprache. Ich habe ziemlich bald entdeckt, dass eigentlich E-Gitarre und Geige, vor allem E-Geige, ganz, ganz verwandt sind. Also dass sie sind klanglich, finde ich, sehr verwandt, und sie haben auch sehr, wir haben eben ähnliche Riffs, Licks und ewig lange Scales und so weiter. Und wir haben darüber quasi so die Sprache gefunden von Elli the Fiddle, und am Ende hat sich es entwickelt zu Progressive Violin Metal. Ich habe es so genannt, weil es gab diese, wir brauchen ja immer Schubladen, wir müssen ja Dinge immer irgendwie konkret beschreiben können, schon mit einem Titel, und darum habe ich dann das so gemacht, es gab halt nichts in der Art, das war halt Progressive Metal, aber ohne Gesang, ursprünglich mal zumindest, bis ich gezwungen wurde zu singen. Und es ging halt wirklich, der Fokus war dieses Progressive, und es war Geige und das Zwiesprache, die Zwiesprache zwischen meinem Gitarristen und mir, so diesen Lied-Zwiesprache, das war so im Vordergrund, und ich kann auch sagen, ist im Vordergrund. Genau, okay. Weil auch wenn es im Moment, da kommen wir wahrscheinlich gleich ein bisschen ausführlicher drauf, ein bisschen pausiert, kann man so sagen, aber es ist halt nicht vom Tisch. Da hatten wir, glaube ich, bei unserem letzten Gespräch, deswegen habe ich auch gesagt, können wir mal ein Interview zu machen, hatte ich, glaube ich, dann im Anschluss, glaube ich, gefragt, wie sieht es aus, und dann, deswegen war das auch so der Gedanke, jetzt hier machen wir was. Ganz kurz dazu, ich habe jetzt nochmal bewusst natürlich reingehört und mich ein bisschen vorbereitet. Klein bisschen hat es mich an Lindsay Stirling erinnert, aber du warst eher da. Es hat auch mit Lindsay Stirling nicht ansatzweise. Nein, aber von der Melodieführung. Findest du? Ja, doch. Echt? Okay. War nicht beabsichtigt, aber ich war eher da. Ich habe wahrscheinlich voll inspiriert. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich würde es sie ohne dich nicht geben. Wahrscheinlich hast du dann damals irgendwie deinen CD. Heute kann ich ja ruhig schlafen, glaube ich. Nein, aber tatsächlich, dieser progressive Ansatz, der ist ja bei ihr auch sehr, nicht einfach nur straight, sondern sehr viele verschiedene Aspekte in jedem einzelnen Track.
Aber ich sehe eigentlich progressiv in dem Fall anders tatsächlich. Also ich finde, jetzt muss ich da ein bisschen widersprechen, so aus meiner kleinen... Du hast eh mehr Ahnung, weiß ich was. Das ist nicht unbedingt so, aber ich habe einen anderen Ansatz vielleicht oder eine andere Sicht, also einen anderen Sichtwinkel, genau, das ist ein schönes Wort, einen anderen Sichtwinkel. Ich glaube, Lindsay macht so Sachen, die sind sehr einfach sehr breit gestreut. Sie geht krass einfach alle Genres ab und so weiter. Und das ist aber eigentlich, finde ich, sehr gut gemachte Popmusik, wenn man so möchte. Also nichts dagegen, ne? Ja, ich, also wie gesagt, sehr gut gemacht. Aber hat mit dem, was wir machen, eigentlich überhaupt nichts zu tun. Weil wir sind eigentlich eher so in Richtung, ja, wir haben eher so die Füße im alten Jazzrock, kann man vielleicht sagen. Das ist alles sehr ähnlich gestrickt. Mahavishnu Orchestra zum Beispiel, solche Dinge. Oder mein großes Idol Jerry Goodman. Also das sind so die Sachen, die uns da inspirieren. Deswegen sehe ich uns also mit Lindsay Stirling nicht wirklich im Vergleich, sondern eher... Jemand hat mal zu mir gesagt, ich sei der weibliche Jerry Goodman. An dem Tag habe ich sowas von gut geschlafen. Also soweit bin ich, so wie er, so gut bin ich natürlich nicht. Aber es ist definitiv dieser Einschlag, die Richtung ist es. Es ist definitiv die Ästhetik, die ich toll finde. Er ist ja nicht umsonst mein Idol. Es ist ja genau das, was ich klanglich liebe, was ich musikalisch toll finde und worauf sich unsere Musik eigentlich dann auch irgendwie stützt, ja. Okay, also war das im Endeffekt deine große Inspiration, wo du sagst, okay, nicht genau so, aber zumindest davon an, oder das erweitern vielleicht, kann man das so sagen? Genau. Es hat so quasi, also es hat meinen Horizont extrem erweitert. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die Platte kam. Ich hatte irgendwann mal die eine Platte von ihm und habe die dann immer nach meinen Konzerten noch im Tourbus rauf und runter gehört und es war so ein, oh. So diese Klangästhetik wollte ich. Genau, ein Ding ist ja bei mir ganz, ganz wichtig. Ich komme ja ursprünglich aus der Klassik und habe auch klassisch studiert. Und du musst dich aber, um Rockmusik zu machen, von diesem klassischen Ton lösen. Und eigentlich wusste ich dann nicht mehr so genau, wie rotzig darf ich jetzt sein? Wie hässlich darf das jetzt werden? Und auf der anderen Seite, wie schön brauchen wir es aber noch? So, wo ist der Knackpunkt? Das ist auch immer noch so ein ein High-End-Produkt wird. Und da kam dann Jerry Goodman. Und dann habe ich gehört, es geht. Es geht tatsächlich. Er ist auch ein klassisch studierter Geiger, aber er klingt nicht klassisch. Er macht das genau richtig. Und ich finde, du hörst ihm an, dass er wirklich richtig High-End ist. Und es klingt aber nicht klassisch. Es klingt auch nicht zu schön. Es klingt wunderbar schön. Insofern, also es ist meine große Inspirationsquelle. Ich habe durch ihn verstanden, wo der Maßstab ist quasi. Ja gut, ich denke, wie du schon sagst, es darf nicht zu hässlich werden. Natürlich, gerade mit der Geige, du kannst ja auch schräge Töne erzeugen, auch ganz bewusst wahrscheinlich. Aber dann wirst du natürlich für die Leute da draußen auch irgendwann, wirst du vielleicht noch eine Nische im Publikum finden, aber nicht mehr... Wie ich und du, das muss ja auch selber. Bei Grind und bei. So Extreme Metal Formate, ne? Kann man auch, aber wäre vielleicht nicht so ganz das. Ja, nicht so ganz. Dann würden wir vielleicht auch nicht hier sitzen. Nein. Natürlich schon, aber. Hätten andere Themen, glaube ich. Genau. Ne? Dann lass uns mal aber tatsächlich noch darüber reden. Ich glaube, wie viele Alben waren es? Drei bisher? Es sind zwei richtige Alben, eine Single und eine EP. Okay. Also, ja. So zweieinhalb. Genau. Ja, das passt ganz gut. Aber das Neue ist auf jeden Fall ab. Und das ist von, da sind wir halt, weswegen man auch sagen könnte, oder damals, weil das tatsächlich 2018 rausgekommen. Das ist krass lange her schon wieder. Ja. Also, weil, ich sag mal, ich kann es ja verstehen, zwei Gründe werden auf jeden Fall reingespielt haben, warum das ein bisschen in den Hintergrund rückte. Separate Sally ist natürlich wahrscheinlich auch sehr zeitaufwendig. Und dann kam ja noch die Pandemie, die ja auch wahrscheinlich dann erstmal so ein bisschen im Weg stand, um da noch ein bisschen weiterzumachen. Weil du was gemacht hast. Titel habe ich auch geschrieben, schon wieder vergessen. Von dem Song Lisa nochmal, der in der Pandemie kam. Ich habe in der Pandemie einen Song gemacht. Ich bin gerade völlig überrascht. Nein, nicht einen Song, ein Video hast du gemacht. Ein Video? Ein Live-Video, also so ein Pandemie-Video 2021. Das war wahrscheinlich ein Cover von irgendwas, oder? Hast du was Eigenes gemacht? Wie heißt denn das? Distance hieß das Video. Ah, ja. Nee, das habe ich ein Video von. Das ist ein Song auf der Ab tatsächlich. Nee, auf der davor sogar. Auf der The One. Ein Song, den ich immer sehr
unterschätzt fand oder sehr unterbelichtet fand. Genau, ich habe mir nochmal, das ist ja das Schöne, wenn man lange nicht gespielt hat, man kriegt mal wieder so eine Sicht von außen. Mhm. Man kann nochmal ein bisschen mit Abstand drauf gucken, ob das Zeug, was man selber gemacht hat. Und da ist mir Distance völlig irgendwie in die Hände gefallen und habe gedacht, den muss ich nochmal spielen. Habe ihn quasi nochmal aufgearbeitet auf eine Live-Version und festgestellt, das Ding ist für mich ein totaler Kracher. Also für mich persönlich. Ich finde den unglaublich schön. Sehr stark. Ich bin auch viel zu langsam tatsächlich. Und habe mir eine Live-Version gebastelt, in sehr viel schneller. Dann habe ich es gespielt. Also, hui, live ist das aber ganz schön schnell. Also wenn man es zu Hause übt dann und das spielt, kein Ding, es ist voll deine Komfortzone. Aber wenn man live spielt, ist es ja immer noch ein bisschen was anderes. Da muss man wirklich richtig noch, ne, in dieser Komfortzone sein, damit es richtig cool klingt, richtig gut klingt. Und dann spiele ich das Ding und denke mir so, da hast du dir ja ganz schön was an die Backe geklebt. Ja, weil schnell ist gut. Ich mag schnell. Naja, ist nicht immer gut. Ne? Es gibt so ein gutes Schnell. Es gibt eins, das ist drüber, dann ist es gehetzt und nicht mehr schön. Und mir hat mal irgendjemand erzählt, die haben mit dem Orchester irgendwie ein Experiment gemacht. Ich glaube, ungewollterweise. Die haben also irgendwas aufgenommen. Und dann haben sie die gleiche Sache nochmal um, weiß ich nicht, 2 dB oder so kürzer gemacht. Langsamer gemacht. Und plötzlich wirkte dieses Ding viel schneller als es ursprünglich, also als die schnellere Version. Also es gibt tatsächlich da interessante Dinge, die man noch rumprobieren kann. Ah, cool. Das ist natürlich dann in der Musiktheorie schon sehr spannend, wieder solche Sachen mal ausprobieren. Ne? Aber tatsächlich, ich glaube, deswegen dachte ich auch, dass der Song neu war, weil Distance passt ja thematisch. Und ja. Ich muss zugeben, ich habe mich in der Vorbereitung hauptsächlich mit Up beschäftigt. Mhm. Die anderen Sachen mal kurz. Aber Up habe ich dann halt ein paar Mal durchgehört. Mhm. Und dann wenigstens nochmal zu wissen, wo war der Stand, weil ist lange her. Ja, ja. Ne? Aber unter anderem einen Song darauf, ich weiß nicht, was der einzige, aber Sifos, da hast du auch ein Video gemacht. Ja, und da singst du auch mal, ne? Genau, das ist ein richtiges Video. Das ist so eins der wenigen Musikvideos, die wir wirklich auf die Reihe gekriegt haben. Vielleicht, ich glaube, dass der Song dann natürlich für dich auch was Besonderes ist, oder das Stück. Sisyphos war was ganz Besonderes für mich, auch sehr Wichtiges, weil du hast nämlich einen dritten Punkt nicht mit reingenommen. Ich habe ja 2014 ein Kind bekommen und wenn eine Mami ein Kind hat und gleichzeitig versucht, wenn man als Frau ein Kind bekommt und gleichzeitig versucht, als Musikerin weiterzuarbeiten, ist das nicht für jeden so einfach. Also hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Übermutti oder so gewesen wäre. Nein, aber es ist ja, die Familie muss ja mitspielen. Und bei uns war es halt nicht ganz so einfach, sagen wir mal so. Und ich habe auch ein Kind, das sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Und deswegen ist er, also das Kind für mich auch ein großer, wichtiger Faktor, weswegen ich wirklich auf die Bremse treten musste. Und Sisyphos war genau dieses Gefühl. Ich hatte, also als mein Sohn ganz, ganz klein war, als er frisch geschlüpft ist, konnte ich ihn nicht ablegen. Es gibt ja sogenannte Schreikinder. Wenn du die irgendwo hinlegst, hören die nicht auf zu schreien. Und mein Kind ist genau so gewesen. Also du konntest den einfach, ich durfte den einfach nie runternehmen. Dann fing er sofort an zu schreien. Das heißt, also ich habe ihn, glaube ich, 2 Jahre lang von A nach B getragen. Der war immer irgendwie an mir dran. Und das macht ganz schön was mit einem. Man kann nicht mehr so richtig schlafen. Man muss sich ja ständig kümmern. Dann entweder hat er kurz mal 10 Minuten geschlafen, danach hat er wieder Hunger gehabt zum Beispiel. Also sind jetzt ganz profane Dinge. Aber ich habe mich damals unglaublich gefangen gefühlt. Ich habe zwar dann auch, ich bin jeden Montag zur Probe gefahren, gleich nach 3 Wochen. Also ich habe sofort wieder angefangen, bin sofort wieder aufs Pferd aufgestiegen. Aber dieser Spagat, ne? Ich bin wirklich nur zu Proben gefahren. Ich habe, glaube ich, noch nebenbei Studiosachen gemacht, aber vielmehr war da in den ersten Monaten zumindest nicht los, sowieso nicht los. Also ich habe jetzt nicht irgendwie groß Auszeit genommen oder so, sondern es war halt gerade ruhig. Es hat extra so, hat alles gut funktioniert soweit. Aber wenn du für jemanden so eingespannt bist, das hat mich echt wahnsinnig gemacht. Immer wenn ich das Gefühl hatte, so jetzt geht es wieder ein bisschen voran, hat es mich genauso wieder zurückgeschmissen. Und auch so dieses Kämpfen gegen die, ne, diejenigen, die dir nicht so helfen, wie sie dir helfen sollen, die dann einfach irgendwie sich mit ihren Sachen lieber beschäftigen oder wie auch immer, das hat das mit mir gemacht. So, ich hatte immer das Gefühl, ich explodiere gleich oder implodiere gleich. Und das ist dieses Gefühl in Sisyphos. Und dann habe ich dann, ich hatte ja damals wir sind ja noch bei Gentle Art of Music
Und die haben dann gesagt, mach mal bitte noch ein Musikvideo. Und dann haben wir uns dann mal wirklich mit diesem... Ja, lange, also haben sie mich selber gemacht tatsächlich, auch seine Budgetfrage. Ne? Und dann haben wir wirklich viel dran rumgebaut und viel rum überlegt. Und ich als altes Ostkind, war. Ich als altes Ostkind bin ja gewohnt, dass du wirklich so aus nichts irgendwas machst. Und versuchst irgendwie aus einem, also ich habe dann eine Location gesucht und mein Bruder sagte dann, ja, nimm mal da und da, da haben wir irgendwie Feuerwerk gelagert, da kannst du rein. Wir kommen rein in die große Halle, und dann war das ein Spielzeugraum, der war nicht größer als so. Der war winzig und es war wirklich so, was hast du mir hier jetzt, da können wir doch kein Video drehen. Aber wir haben es natürlich, ne, wie das so ist, wenn du nichts hast, kannst du ja trotzdem was draus machen. Und genauso ist dieses Video entstanden. Und dann habe ich das irgendwie eingeschickt nochmal bei der Plattenfirma und die sagten, ja, die Schnitte, okay, nochmal neu geschnitten und so. Also wir haben wirklich lange dran gearbeitet. Aber so im Nachhinein, ich finde es echt lustig, ich finde es witzig. Es ist toll geworden, ja, wirklich auch sehr... Ja, wenn du sagst, ihr hattet wenig Möglichkeiten, aber es sieht professionell aus und das macht das schon Spaß. Ja. Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch ganz anders, als man es jetzt erwartet. Ne? Wenn ich jetzt erzähle, was Sisyphos eigentlich für einen Hintergrund hat und wie persönlich dieser Song eigentlich ist. Das Video ist aber die ganze Zeit ganz anders. Das ist eher ein Quatschvideo und es ging mir aber auch genau darum, mich nicht zu ernst zu nehmen mit diesen Dingen, sondern immer mit so einem Augenzwinkern, so ist es jetzt gerade kacke, aber es geht schon irgendwann mal besser weiter und das kriegen wir schon irgendwie alles hin und bloß nicht den Kopf hängen lassen. Und genau, deswegen ist das auch so geworden. Genau, und ich musste dann singen, tatsächlich, ne, wie du sagst. Ich sage bewusst musste, weil ich gehöre ja zu den Leuten, die so groß geworden sind. Mach erstmal, also bring die Dinge bitte erst auf die Bühne, wenn du sie kannst. Nur ist aber so, ich bin Geigerin und ich Sängerin. Und mein Booker sagte irgendwann mal, er kriegt mich echt nicht gut verkauft als Instrumentalmusiker, also als reiner Instrumentalmusiker, weil die Zeit vorbei ist. Also in den 90ern ging das noch easy mit Joe Satriani und so. Dass du einfach als Instrumentalmusiker mit reiner Instrumentalmusik ja, Konzerte machen konntest, aber heutzutage geht das nicht mehr. Und dann habe ich dann ja, mich getraut, aber ich wusste, ich treffe wenigstens die Töne. Es wird zwar nicht so schön, aber es wird auch nicht so schlimm, dass die Leute laut schreiend davonlaufen. Ich fand's schön. Du guckst jetzt gerade so ernsthaft, ich fand's schön. Ich war überrascht, weil ich kannte es ja von dir sonst auch nicht. Ne? Das ist ja normal wirklich mit der Geige. Auch bei Subway to Sally singst du auch jetzt nicht. Nein, einmal einfach gesungen. Zu einer eisheiligen Nacht habe ich mal gesungen. Ah, okay, da war ich dann nicht. Also ganz kleine Passagen, ja. Aber sonst habe ich gesagt, und das war für mich überraschend, weil es halt wirklich gut klingt. Ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, ob du es live dann genauso rüberbringen kannst. Muss ich da mal sehen. Ja, sagen wir mal so, es ist jetzt nicht schlecht in dem Sinne, aber es ist halt nicht sängerisch. Und es ist nicht wirklich so, da ist so ein. Aber ich muss dazu sagen, ich muss doch erstmal tatsächlich selber erstmal lernen, wo da der Unterschied ist. Ich bin, wie gesagt, Geigerin, sowas von Geigerin. Und in dem Fall hatte ich wirklich ein bisschen Schwierigkeiten, mich reinzudenken in dieses, was macht einen richtigen Sänger eigentlich aus? Und vor allen Dingen Rock- und Pop-Sänger und nicht ne, Klassik. Ich bin halt bei Gesang war ich klassisch so dermaßen verstellt, weil ich es halt echt nicht anders kannte. Und ich höre es zwar überall, aber mir fiel ganz schwer, das irgendwie einzuordnen. Was macht denn das jetzt aus? Und warum ist denn das jetzt genau so? Warum klingt das jetzt so anders? Und jetzt langsam komme ich dahinter. Ich singe jetzt tatsächlich auch ein bisschen anders, weil so langsam der Groschen fällt bei mir. Das heißt, da kann man vielleicht auch noch mehr erwarten, wenn das möglich wäre. Jetzt kommen wir nämlich so langsam mal auf das, ob vielleicht bei mir wieder was kommt. Und zwar, das wäre zum Beispiel nicht ausgeschlossen, wenn wieder was kommt, dass da auch nochmal Gesangspaar sind. Unbedingt, ja. Genau. Also mit dem Wenn was kommen, da ist nämlich, das ist nämlich genau das Ding, du sagtest ja Corona, ne? Das ist so schön. Wir haben ja seit Corona auch ein finanzielles Problem in unserer Musikbranche und dann war ziemlich schnell klar, ich kann einfach meine Band nicht mehr mitnehmen, weil es einfach zu teuer ist. Und ich will die nicht einfach mitschleppen und hier hast du ein Bonbon, das war's, sondern ich will ja anständig los und auch professionell los. Ich will natürlich nicht ihm eine Million geben am Abend, aber zumindest so, dass sie sich nicht veralbert fühlen von mir. Und das konnte ich dann nur lösen, indem ich mit Playbacks losgezogen bin. Erst habe ich gedacht, oh Gott, das kann man nicht machen. Aber wir hatten ja dann so zwei Online-Festivals. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Jetzt ich war einmal beim Darkstream-Festival. Durfte ich auch ein bisschen moderieren, also mit moderieren. Es war großartig. In der Moritz-Pastei in Leipzig. Also das Darkstream haben wir gemacht. Und dann hatte Subject to Sally, also Ingo, unser Gitarrist, hatte dann das Online-Musikfestival.
Und also super Konzepte, ne? Also mega Idee, dass du sowas dann halt so machst, dass du dann trotzdem die Bands haben die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Sie sind nicht in der Versenkung verschwunden und man kriegt seine Leute und die halt zu Hause sitzen, selber nicht raus können, denen es einfach nicht gut geht mit dieser Situation und du kriegst sie über diese Konzerte erreicht. Also nochmal ganz großes, großartig diese Ideen. Und das habe ich damals dann eben wirklich mit dem Computer gelöst. Ich habe mein kleines Spec-Büchlein mitgenommen, mein MacBook hingestellt und einfach zu den Playbacks dazugespielt. Also ich live, aber der Rest dann einfach als Zuspieler. Und das kam erstaunlich gut an. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn das jetzt, vielleicht ist das ein Weg. Und vielleicht ist das doch nicht so, wie man immer denkt, dass das Publikum sagt, um Gottes Willen. Sondern vielleicht geht das. Und dann habe ich es nochmal ausprobiert bei ein, zwei Festivals, so kleinen Sachen irgendwie nochmal. Und es kam super an. Cool. Hat keinen gestört. Denn seitdem überlege ich, ob ich das tatsächlich live mache. Also ich überlege noch, ich bin immer noch ich musste jetzt privat ganz viel umwälzen. Ich wohne jetzt in Berlin allein mit meinem Sohn. Das hat natürlich ganz viel erstmal uns beide vor allen Dingen ganz, ganz doll gefordert, weil er natürlich jetzt erstmal auf die Füße kommen muss in einer neuen Umgebung und auch ich mich erstmal sortieren musste. Deswegen musste jetzt die Band wieder ein bisschen warten. Oder sagen wir, dieses Projekt nenne ich es jetzt mal vielleicht besser. Musste jetzt erstmal noch ein bisschen vor sich hinschlafen. Aber ich habe den großen Wunsch, damit weiterzumachen und hatte überlegt, ob ich dann zum Beispiel, ich habe einen ganz charismatischen Champions-League-Spieler, meinen Rufen Haliti, ob ich meinen Rufen mitnehme und mein Robertchen, ne, den von Robertchen, nicht abwertend gemeint und nicht versüßt, also der Robert Klarun. Ich versuche mit Robert weiterzumachen, dann gibt es noch Tom Geldschläger, ein unglaublich toller Gitarrist, ebenfalls aus Berlin. Also ich habe so ein paar Leute, mit denen ich mir vorstellen könnte, dann, dass wir es vielleicht zu dritt machen, zu viert machen, irgendwie so. Dass wir aber nicht dieses ganze große Gerödel haben, weil es ja auch ein logistischer Aufwand ist. Ja, also das würde ich gerne, genau, das meine ich damit, ein logistischer Kostenfaktor ist. Genau, also so würde ich gerne wieder live losziehen und dazu gehört natürlich, ne, dass man das auch wieder neu strickt. Also durch Subway to Sally, Gott sei Dank, habe ich natürlich jetzt auch viel mehr Einblick in, wie gestalte ich so einen Abend. Also ich habe mir da früher zwar auch natürlich Gedanken drüber gemacht, aber steckte da nicht so drin. Und dadurch, dass ich ja mit Subway ständig spiele, gefühlt ständig spiele, also dann kriegt man ja viel mehr mit, ne, worum geht's denn, was mag das Publikum denn gerne überhaupt haben. Womit langweile ich und womit hole ich Leute gut ab? Ich möchte zum Beispiel auch nicht den ganzen Abend nur Covernummern spielen. Das würde ja überhaupt nicht, würde ja keinen Sinn machen, finde ich. Aber ein paar müsste man reinstreuen beispielsweise, ne, damit die Leute auch mal was Bekanntes haben, wenn sie die Band noch nicht kennen und so. Da ist viel passiert in meinem Bewusstsein die letzten Jahre und ich hoffe natürlich, dass ich das dann auch so auf die Bühne übertragen kann und dann auch oder auch so qualitative Dinge, das fällt mir immer wieder auf. Am Anfang habe ich natürlich erstmal Hauptsache losfahren und erstmal machen. Und je älter ich werde und je mehr ich selber auch mal bei Festivals-Bands zuhöre und zuschaue, umso mehr sinkt auch in mein Bewusstsein natürlich, was eine entsprechende Qualität, also eine Soundqualität mit einem macht. Oder was ein gutes Bühnenbild macht, dass das natürlich alles ein Gesamtpaket ist. Ne? Habe ich früher ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Und jetzt langsam kommt das Bewusstsein. Aber da sind wir wieder bei. Du brauchst ein Team. Wenn du gute Leute mitnehmen willst, müssen die Zeit haben, musst du die auch bezahlen, zumindest ansatzweise, wenn sie dir auch einen Freundschaftspreis machen, wenn du Glück hast. Dass du zumindest erstmal wieder aufbauen kannst. Ne? Ja, ist klar, aber das ist ja in allen Bereichen so. Ich meine, ich bin ja auch viel alleine unterwegs. Natürlich wäre es auch schön, wenn ich hier noch einen Tontechniker und alles haben könnte. Maske zeigt das dann wirklich irgendwie professionell. Aber auf der anderen Seite, dieses DIY bringt einen ja auch weiter und da hast du wahrscheinlich auch viel draus gelernt und auch der Jahre. Auch von deinen eigenen Sachen. Ich glaube, da muss man auch möglichst durchgehen, um dann professionell werden zu können. Ja, da sammelt sich es ja auch so Stück für Stück an. Wenn du es wirklich professionell machst, ne, ich habe jetzt ganz anderes Equipment natürlich als früher, kann jetzt natürlich viel besser klingen und so weiter. Ganz genau. Aber das heißt, es geht weiter, aber tendenziell jetzt gerade ist erstmal live wieder im Fokus und dann vielleicht irgendwann auch neue Stücke. Kann man gar nicht so genau sagen, muss ich sagen. Ich habe die letzten Male, also am letzten Album von Subway to Sally durfte ich mitschreiben und es wird ein neues Album geben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon sagen darf, weil wir haben es schon mal irgendwo in einem Interview gesagt. Also Subway to Sally macht ein neues Album
Und auch da durfte ich wieder mitschreiben und ein Song von mir wurde wieder genommen. Das heißt also, mir tropft der Zahn. Mir tropft der Zahn, Dinge zu schreiben, weil es einfach, es ist eine große Herausforderung, aber ich lerne auch beim Songwriting gerade so viel durch meine großartigen Kollegen, die ja unglaublich erfahren sind schon. Ich sag nur, Ingo Hampf ist ja, was durch seine Hand geht, ist einfach. Und deswegen möchte ich ja auch wahnsinnig gerne. Das heißt, dafür verabreden wir uns, wenn du dann auch was live so oder so, falls mal in meiner Nähe spielst, komme ich auch gerne vorbei. Und sobald super du irgendwie was Neues veröffentlichst, sagst du mir auch Bescheid. Mhm. Da können wir dann auch nochmal gezielt darauf eingehen. Sehr jetzt sollten wir, glaube ich, langsam mal zum Ende kommen, weil wir blockieren hier euren Backstage und auf mich warten auch schon die nächste Band, weil ich kann auch warten hier, komischen Fillers. Die sind auf der Bühne, die sind gerade. Nee, das sind die Instanz. Achso, stimmt. Die Fillers, die kommen jetzt Fillers als nächstes. Gewesen. Aber kein Stress. Aber möchtest du so nochmal ein bisschen was frei an die Leute draußen loswerden? Schon eine Grußbotschaft. Jetzt überfährst du mich gerade. Kann ich gut. Ja. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt, zugeschaut habt. Ich wünsche euch alles Liebe. Liebt euch, habt euch liebt. Oh, ich kann halt nicht reden. Zu wenig Kaffee. Also seid lieb miteinander. Ich glaube, da steht wirklich nichts drüber. Ich habe die letzten Jahre so einiges an Kram durchgemacht und ich komme immer wieder zu dem Schluss. Die Liebe steht über allem. Damit kann man alles schaffen. So, ein perfektes Schlusswort. Ich danke dir, hat wieder großen Spaß gemacht. Gleichfalls. Ja, euch da draußen, danke fürs Zuschauen. Ellie the Fiddle, das Projekt wirklich auch mal, ne, auch die alten Sachen kann man sich heute immer noch verdammt gut anhören. Und hoffentlich kommt dann bald was Neues, neue Shows. Das hoffe ich auch. Freut mich drauf. Ich mich auch. Danke, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Bis dann. Tschüss.